Heute sitze ich endlich mal wieder vor meinem Bücherregal und das ist ein Grund zur Freude, denn heute geht es endlich mal wieder um Bücher. Es geht viel zu selten um Bücher auf meinem Kanal. Warum? Das müssen wir ändern. Ich habe euch ja mal meinen Stapel ungelesener Bücher gezeigt und dieses Video ist so ähnlich, allerdings mit komplett anderen Büchern, denn in der Zwischenzeit konnte ich es natürlich wieder nicht lassen, jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, mindestens ein Buch zu kaufen. Wirklich, das meiste Geld gebe ich einfach für Bücher aus. Auch wenn sie dann ewig, ungelesen, bei mir im Regal stehen. Heute zeige ich euch die Neuzugänge in meinem Bücherregal. Das sind nämlich einige. Und es sind auch einige, auf die ich mich sehr freue und auch einige, die ich schon gelesen habe. Ich fange mit diesen beiden Büchern hier an. Ich bin mir nicht sicher, möglicherweise habe ich dieses Buch schon gezeigt. Das auf jeden Fall nicht. Es sind die 100. Viele von euch kennen das wahrscheinlich eher als Serie als als Buch. Ich finde es so komisch, wenn zwei gleiche Wörter hintereinander kommen. Die deutsche Sprache ist so eine komische Sprache. Naja. Da habe ich den ersten Teil schon gelesen. Der steht dort oben im Regal. Den habe ich auch schon gelesen und den habe ich jetzt auch schon gelesen. Also habe ich alle Teile schon gelesen und ich wünschte mir, diese Serie würde weitergehen, weil da gäbe es bestimmt noch so viel zu erzählen. Allerdings, ja, es laut der Autorin schon alles zu Ende gezählt. Das ist Teil 2, die 100, Tag 21 und das ist Teil 3, die 100, die Heimkehr. Nur Heimkehr. Die 100, Heimkehr. Diese Reihe kann ich sehr, sehr empfehlen, auch wenn, ja, ich finde dafür, dass das Buch 13 Euro kostet, ist es nicht sehr dick und auch sehr groß geschrieben. Also ja, Geldmacherei, man hätte bestimmt noch alles einfach kompakter in einem Buch zusammenkriegen können, aber nein, so hätte man natürlich nicht pro Person 3×13 sind 39 Euro verdienen können. 39 Euro nur für diese Buchreihe. Wir machen mit einer Buchreihe weiter, die wohl keiner von euch in diesem Video erwartet hätte. Es geht um diese drei Bücher. Von vorne erkennt ihr es bestimmt sofort. Harry Potter. Ja. Ich bin immer noch nicht im Besitz aller Harry Potter Bücher. Ich habe die, als ich die als Kind oder als ich die, ja, so mit 13 gelesen habe, aus der Bücherei ausgeliehen. Ich glaube sogar des Öfteren. Und ich bin immer nur im Besitz des ersten Teils gewesen, als gebundene Ausgabe. Und jetzt habe ich irgendwann letztes Jahr verlauten lassen, dass ich mir doch, wenn meine Mutter nicht keine Ideen hat zum Geburtstag oder Weihnachten, dass sie mir doch einfach die komplette Harry Potter-Reihe schenken soll. Und das macht sie jetzt nach und nach. Zu allen möglichen Anlässen schenkt sie mir ein Buch nach dem anderen. Und die neuesten sind eben Feuerkelch, Orden des Phönix und der Halbblutprinz. Die anderen zwei, also den zweiten und dritten, den habe ich schon bekommen und auch gelesen. Natürlich habe ich alle Bücher schon gelesen. Weiter geht's hiermit. Auch 13 Euro. Vielleicht, oh, da ist ja ein Einleger drin. Das passiert, wenn man Bücher kauft und nicht liest. Es ist Before Us von Anna Todd. Ich habe die After-Reihe endlich zu Ende gelesen. Nach Qualen und Durststrecken. Ich fand sie trotzdem gut und im Endeffekt musste ich mir einfach Before Us kaufen. Es ist einfach sozusagen die Vorgeschichte zur After-Reihe. Laut dem Klappentext geht es um Hardens Vorgeschichte und nicht um Tessas. Wobei, ich habe so mal durchgeblättert und da wurde auch Tessa erwähnt. Also geht es wahrscheinlich auch schon um das, wie er Tessa kennengelernt hat, denke ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich drauf freuen soll oder nicht. Es gibt zumindest noch andere Bücher, die ich vorher lesen möchte als das hier. Ein weiteres Buch, was dazugekommen ist, ist das hier. Ich habe in meinem Stapel ungelesener Bücher das Buch, das vor diesem Buch erschienen ist, schon gezeigt. Und das habe ich auch immer noch nicht gelesen. Das hier ist schon das fünfte Buch aus der Selection-Reihe. The Here habe ich noch nicht gelesen. Ich hole es mal schnell. Das ist das hier, habe ich schon gezeigt, habe ich nicht gelesen und das auch. Und mich regt es so oft, dass die wieder nicht gleich groß sind. Ich habe schon das rote Buch, das zweite, ist auch schon kleiner, obwohl es vom gleichen englischen Verlag ist. Allerdings in irgendeiner anderen Auflage. Und das ist sehr schlimm, wenn Bücher aus der gleichen Reihe nicht die gleiche Größe haben. So, wir sind beinahe am Ende. Zwei Bücher kommen noch. Weil ich will, Liebe von Colleen Hoover habe ich mir erst vor kurzem gekauft. In meinem Stapel ungelesener Bücher habe ich den ersten Teil, weil ich Liken liebe, vorgestellt und habe gesagt, dass ich das mal angefangen hatte und nicht zu Ende gelesen hatte, weil mir die ersten Seiten irgendwie nicht so gefallen haben. Dann habe ich mich allerdings durch die ersten Seiten durchgekämpft und weitergelesen und ich habe
das Buch in 2 Tagen oder noch weniger fertig gelesen. Es ist so gut! Wirklich, der erste Teil ist so gut und die Geschichte hat mich so berührt und das war so toll. Und ich liebe die Geschichte einfach. Deswegen musste ich natürlich den nächsten Teil kaufen, weil das muss einfach weitergehen mit der Geschichte. Die kann nicht einfach aufhören. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ist doch klar. Deswegen, ja, das musste unbedingt in mein Bücherregal. Etwas ist hier und ich freue mich auf dieses Buch. So, und jetzt das letzte Buch. Ich freue mich so, dass ich das Buch gefunden habe. Ich habe es noch nicht gelesen. Der Nachtzirkus. Wie sieht man es, dass es nicht glänzt? Ihr seht schon, allein am Aussehen ist es so schön hier. Mit diesem, wie nennt man das, holographischen, holographisch. Voll schön. Und ich sag euch was. Hier hinten drauf steht, dass dieses Buch 19,99 Euro kostet. Und ich bin immer der Meinung gewesen, dass Bücher so viel kosten, wie hinten drauf steht, wegen dieser Buchpreisbindung, die es in Deutschland und in Europa gibt. Ich habe dieses Buch für 5 Euro auf Amazon bestellt. Ich wurde von einem super tollen Instagram-Account, den muss ich euch verlinken, das ist, wenn ihr den anschaut, ihr verliebt euch sofort. Heißt Bunte Schwarz-Weiß-Welt und wird von einem super, super süßen Jungen geführt und der macht so tolle Fotos von Büchern und stellt Bücher vor und hat uns, oder mich und alle seine Follower, auf dieses Buch auf Amazon hingewiesen, wo es nur 5 Euro gekostet hat. Das Buch hat 450 Seiten, ist gebunden, hat auch noch diesen mega coolen glänzenden Umschlag, kostet original 20 Euro und ich habe für 5 Euro regulären Preis auf Amazon bekommen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox und hoffe so sehr, ich habe es vor ein paar Wochen schon bestellt, dass es noch 5 Euro kostet, denn wenn, dann kann sich das nur lohnen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich freue mich so, so sehr drauf. Es ist auch von hier so im Regal, von der Seite, sieht voll schön aus. Ich bin sehr, sehr froh, dass Nils von Bunte Schwarz-Weiß-Welt mich darauf hingewiesen hat. Ich besitze so wenig gebundene Bücher. Eigentlich wirklich alle Bücher, die ich euch vorstelle, sind Taschenbücher. Und ja, jetzt habe ich ein mehr gebundenes Buch für 5 Euro in meinem Bücherregal. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, welche Bücher ich mir gekauft habe. Ich frage mich immer noch, was solche Hauls oder Videos Menschen bringen. Allerdings, ja, ich freue mich, dass ihr es bis zum Ende angeschaut habt. Und ich mache mich wohl jetzt daran, alle diese Bücher nach und nach endlich mal zu lesen. Wenn euch ein Video interessiert über die Bücher, die ich in meiner Kindheit gelesen habe und super toll fand, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ihr könnt es mir auch einfach über einen Daumen hoch sagen, dass ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt. Ich nehme jetzt alle meine Bücher und gehe sie jetzt alle auf einmal lesen. Tschüss! Natürlich nicht.